Advent, Wartezeit, Warten auf Weihnachten. Meistens warten nervt. Warten an der Bushaltestelle, im Wartezimmer, im Stau, in der Warteschleife. Warten auf bessere Zeiten, warten, dass Corona endet, warten auf Godot. Ich warte. Na, warte. Jemanden warten lassen, jemanden erwarten, es nicht mehr erwarten können, nichts mehr erwarten. Heißt Leben in Wartestellung sein? Was verbinden die Konfirmandinnen und Konfirmanden? Ich habe sie gefragt. Für Max ist klar, Langeweile. Warten ist immer langweilig. Aber es gibt noch mehr. Hören Sie Meinungen, sehen Sie Gespräche, schauen Sie sich Situationen an, die die Konfirmandinnen und Konfirmanden aufgenommen haben. Was verbindest du mit Warten? Langeweile. Wieder ran. Worauf wartet ihr denn so? Oft auf meine Freundin, wenn sie verschläft oder den Bus später nimmt und oder halt später rauskommt und dann halt zu spät kommt. Also ich warte eigentlich nur auf meine Hündin, weil sie an jeder Ecke stehen bleibt. Und du so? Ich warte eigentlich auf nicht so viel. Ich bin eher die Person, auf die man wartet, weil ich auch öfters zu spät komme. Und ihr? Ich warte auf den Bus, ich muss zur Schule. Ich warte auch auf den Bus nach der Schule, aber es ist ganz okay. Was verbindest du mit Warten? Mit Warten verbinde ich Langeweile, aber auch sinnvolle Zeit, um was anderes zu tun, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zocken auf dem Handy oder schreiben mit Freunden. Allerdings auch Vorfreude auf vielleicht ein familiäres Essen oder generell, es gibt positive und negative Aspekte. Und, mega! Ja. Was verbindest du mit Warten? Mit Warten verbinde ich persönlich eigentlich Langeweile und bei Warten tut man ja etwas, dass man sozusagen auf etwas in der Zukunft hinfiebert und darauf sozusagen auch wartet. Und in dieser Zeit, wo man auf etwas wartet, kann man eigentlich auch ganz andere Sachen machen, als wenn man nur wartet. Und ja, das verbinde ich mit Warten. Wartezeit. Das klingt wie verlorene Lebenszeit. Manche warten darauf, einen Partner, eine Partnerin zu finden und empfinden das Leben bis dahin als sinnlos. Andere warten, meistens vergeblich, darauf, dass sich der Partner oder die Partnerin ändert. Und manche warten einfach auf den Tod. Allerdings, die Art unseres Wartens verändert sich, je nachdem, welche Haltung wir einnehmen, mit welcher Haltung wir warten. Bleiben wir während des Wartens tatenlos oder gewinnen wir dem Warten doch noch etwas ab und tun etwas anderes? Manche Menschen zum Beispiel warten darauf, dass es in ihrem Leben endlich einmal etwas heller wird, und sie merken gar nicht, dass sie sich einfach nur einmal umdrehen müssten, um das Licht zu sehen. Und im Moment, Corona, wir lernen gerade wieder neu, dass wir nicht warten dürfen, die eigenen Gewohnheiten zu ändern, denn Viren warten auf keine Quarantäne. Worauf warten Sie gerade und mit welcher Grundhaltung? Solange wir nur passiv darauf warten, dass der aufgezwungene Ausnahmezustand möglichst bald wieder aufhört, wird das Warten immer unerträglicher. Warten ohne Hoffnung, das ist sinnlos. Ich möchte Ihnen von einer alten Frau erzählen, die gewartet hat und es kommt dann ganz anders, als sie denkt. Eine meiner Lieblings-Adventsgeschichten. Diese alte Frau
lebt alleine in einer modernen Großstadt. Lange hat ihr Enkelsohn bei ihr gewohnt, Charlie. Sie hat ihn großgezogen, Charlie, weil seine Mutter keine Zeit für ihn hatte. Sie hat für ihn gesorgt, so gut sie konnte. Doch eines Tages ist er verschwunden, ohne ihr etwas zu sagen, einfach weg. Und seither hat sie von ihm nichts mehr gehört und gesehen. Mit dem Sehen ist es ohnehin schon schlechter geworden. Sie kann kaum noch sehen und tastet sich im Zwielicht durch ihre Wohnung. Und jeden Tag wartet sie auf ihn, den Charlie. Irgendwann muss er doch kommen. Sie hofft es inständig. Das Warten bestimmt ihr Leben. Dann kommt ihr Geburtstag. Vielleicht würde er heute kommen, der Charlie. Gewiss würde er heute kommen, an ihrem Geburtstag. Er würde seine alte Großmutter doch nicht vergessen, der Charlie. Und dann klingelt es tatsächlich an der Haustür. Ein junger Stadtstreicher, der bemerkt hat, dass hier eine alte Frau alleine wohnt. Und er hat vor, knapp bei Kasse wie er ist, ihre Hilflosigkeit auszunutzen, ein paar nützliche Dinge zu entwenden und sie dann zu verkaufen. Die alte Frau geht zur Tür und fragt, Charlie, bist du es? Da antwortet er, ja, ich bin's. Sie merkt sofort, dass er es nicht ist. Aber sie macht die Tür auf und ruft, oh mein Junge, ich wusste ja, dass du deine alte Großmutter an ihrem Geburtstag nicht vergessen würdest. Wo bist du denn gewesen? Komm herein. Und sie umarmt den fremden Kerl, den sie nicht sehen kann, und sagt, setz dich doch, ich habe noch eine Flasche Wein, die wollen wir zusammen trinken. Der junge Mann setzt sich, überrascht und misstrauisch. Sie tasten sich mit schlauer Zuneigung aneinander an. Der Wein bringt die beiden in Schwung. Und sie beginnen zu erzählen. Der junge Mann erfindet herrliche Geschichten von seinen Abenteuern. Die Großmutter lacht und ruft immer wieder, oh Charlie, Charlie. Nach einer Weile schickt sie ihn Pizza kaufen und sie essen sie zusammen. Und die Alte beginnt Lieder zu singen. Sie kramt in einer Schublade Fotos hervor, die sie nicht sehen kann, die sie ihm aber zeigt. Der junge Mann hat noch nie in seinem Leben so viel Zuwendung und Freude erlebt. Ihm wird weich und froh ums Herz, weil er die alte Frau so glücklich sieht. Charlie, ruft sie immer wieder, du hättest mir keine größere Freude machen können. Was für ein schöner Geburtstag. Und als sie dann am Tisch einschläft, wäscht er das Geschirr, stellt alles wieder ordentlich an seinen Platz, streicht der alten Frau noch einmal übers Haar und zieht leise die Tür hinter sich zu. Warten und dann doch enttäuscht werden. Oder warten und dann das unvollkommene Glück, das da in der Person dieses jungen Stadtstreichers an die Tür pocht, empfangen. Dieses unvollkommene Glück empfangen, nicht abweisen. Die alte Frau, sie erschafft und erlebt ihre Geburtstagsfreude. Sie macht es wie der liebe Gott. Sie lässt einen Dieb ein und hinaus geht ein Enkelsohn. Und der Junge nimmt dieses ausgeliehene Leben und es wird ein Stück Liebe, ein Stück Freude, die ihm gilt, die ihn seine schäbige Absicht vergessen lässt. Warten. Was erwarten wir, was erwarten Sie? Die alte Frau und der Junge, hier ist ein wenig Licht vom ewigen Licht in das Leben dieser beiden Menschen gefallen, ganz anders als erwartet. Und das wünsche ich Ihnen in dieser Adventswartezeit, dass ein wenig Licht vom ewigen Licht in Ihr Leben hineinfällt.